Und da kommen auch schon die 5 Sekunden. Ja, los geht es hier auf der Außenbahn. Ebel ist da vorne, er macht hier den Holshot. Auf 2 jetzt schon gleich unser Fiat hier vorgefahren. Also die Jungs legen hier schon gut vor. Auf 3 jetzt Michael Schiebel hier im Bereich der Rampe. Jetzt geht es hier schon wieder rein bei uns ins Motodrom. Und die Jungs gasen jetzt hier an. Völlig andere Geschwindigkeiten als gestern hier heute bei uns am Rennsonntag. Da geht es durch die Sauchsche Kurve und jetzt kommt die Spitze hier gleich das erste Mal wieder bei uns rein. Ja, und da ist er jetzt 56-0. Das ist Tobias Ebel. Ja, und jetzt der Golf hier mit seiner Power. Seine Leistung voll auf der Geraden aus, Bremsspeed und dann als Zweitplatzierter rein in die Vorkurve, rum um den X19, während der Führende schon wieder einbiegt ins Motodrom. Ja, verglichen mit gestern hier ganz, ganz andere Streckenbedingungen. Ich glaube, das wird richtig schnell hier heute. Ja, auf 2 jetzt aber schon der Michael Schiebe, der ja auch immer ein spezieller Tüftler ist. Also wenn das Auto mal zu heiß zum Beispiel wird, baut er sich da mal schnell einen alten Heizkörper rein ins Fahrzeug. Zum Beispiel Motortemperatur wieder von uns zu kommen. Ganz spezielles Fahrzeug bei uns unterwegs hier mit dem Heckmotor Golf. Ja, und er schiebt ja richtig auf der Gerade. Jetzt kommt hier unser Flachbergkäfer hier, der geschockte Kinder auf der Gerade. Er hat noch ein bisschen Probleme hier, seine Leistung auch in den Boden reinzukriegen und mächtig Vortrieb zu bekommen. Er hat eigentlich den Vorteil des Gewichtes jetzt hier auf die Gerade kommt. Unser Fiat X19, da läuft es auch noch nicht so ganz rund, während die Spitze ein bisschen enger zusammenrückt wieder hier. Ja, aber die 1261, letztes Jahr noch Einsteiger gefahren, hier vom Schafberg Racing. Der Kampfer ist dann sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Heute hält er sich hier noch etwas bedeckt. Ja, Schafberg Racing sowieso gut unterwegs, das ganze Wochenende hier schon. Zeigen wunderbaren Motorsport und vor allen Dingen technisch top vorbereitete Fahrzeuge. Vom Team, die Sonntagsfahrer mit seinem VW Golf Allrad mit dem Heckmotor. Also wie gesagt, wenn ihr nachher mal Zeit habt in der Mittagspause, guckt euch das Fahrzeug einfach mal an von unserem Autocross-Urgestein Michael Schiebel.